der heutigen Demonstration gegen den Kongress der rechten Europaparlamentsfraktion haben die Ratsfraktionen von SPD, von den Grünen, von der FDP, der Linken und dem Pirat, der im Düsseldorfer Rathaus im Rat sitzt, folgende Erklärung abgegeben, die wir eigentlich als Ratsbeschluss noch durchsetzen wollten, hätten wir auch gemacht. Nur das Problem war, die Zeit war nicht mehr dafür da. Es gab andere Themen, die so viel Zeit in Anspruch genommen haben. Deshalb sage ich es hier nochmal. Wir haben folgende Erklärung formuliert oder abgegeben, beziehungsweise darin heißt es, ausländerfeindliche, islamfeindliche, antisemitische, rassistische und sexistische Aussagen, Handlungen, Gruppierungen und Organisationen haben keinen Platz in Düsseldorf. Dies gilt auch für die Veranstaltung der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten im Europaparlament heute in Düsseldorf. Die Fraktionen sind sich oder distanzieren sich in ihrer Erklärung nachdrücklich von den rechtspopulistischen und demokratiefeindlichen Inhalten, die die angekündigten Teilnehmerinnen vertreten. Rechtspopulistische Gruppen und Parteien versuchen immer wieder, die aktuelle Flüchtlingsdebatte zugunsten ihrer menschenverachtenden, diskriminierenden und rassistischen Propaganda zu nutzen. Die aktuellen Aussagen der AfD-Vorsitzenden Petri und ihrer Stellvertreterin von Storch in Bezug auf den Waffengebrauch gegen Flüchtlinge an den Grenzen verdeutlicht diese inakzeptable Weltsicht, die in Düsseldorf absolut keinen Platz hat. Und anders als Andreas das eben formuliert hat, ich bin froh und begrüße es sehr, dass die Düsseldorfer Messe bzw. deren Tochtergesellschaft die Einnahmen, die kompletten Einnahmen aus der Vermietung für die Düsseldorfer Flüchtlingshilfe zur Verfügung stellt. Das ist ein guter Ansatz und das ist auch eine ganze Menge Geld, die hier den Flüchtlingen zugutekommt. Im Übrigen darf ich auch sagen, ich sitze da im Aufsichtsrat. Wir haben natürlich auch besprochen, wie es in Zukunft verhindert werden kann, dass solche Gruppen in Düsseldorf nochmal solche Räume vermietet bekommen. Und deshalb schließe ich diese kleine Rede. In Düsseldorf gibt es keinen Platz für Rassismus. Verlasst unsere Stadt und kommt nie wieder.